Gegen die echte Grippe, Influenza, haben wir Menschen eine gewisse geringe Basisimmunität. Warum? Weil jeder von uns, speziell die Älteren, haben irgendwann mal schon eine echte Grippe durchgemacht. Und das heißt, da gibt es noch Antikörper in unserem Körper und auch Memory Cells, die sich dessen erinnern, dass wir einmal eine Grippe gehabt haben und dann das Immunsystem viel schneller hochfahren können. Auch sollte man sich ja eigentlich jedes Jahr im Oktober, November gegen die echte Grippe impfen lassen. Manche von uns tun das ja auch, leider nur um die 10%. Und auch die Grippeimpfung trägt natürlich dazu bei, dass mehr Menschen eine Immunität gegen das echte Influenza-Virus haben. Beim Coronavirus ist es so, dass dieses Virus ein komplett neues Virus ist. Kein Mensch hatte jemals Kontakt mit diesem Coronavirus. Und deswegen ist es so gefährlich, weil es relativ leicht uns alle auch infizieren kann.